Etwas abseits, umsäumt von Bäumen, steht in Leipzig-Dölitz das ehemalige Lehrlingsheim. Maximal 430 Menschen können hier auf zukünftig unterkommen. Das Gebäude versprüht den Charme einer Kaserne. Innen gibt es gefliesste lange Gänge, weinrote Türen, die entsprechend beschriftet sind. So findet man hier neben einem christlichen und einem muslimischen Gebetsraum einen Kindergarten, Frauentreff oder einen Fernsehraum. Neben mir steht Herr Dr. Holm Felber. Er ist der Pressesprecher der Landesdirektion Sachsen. Herr Felber, wie sieht es denn aus? Das ist ja eigentlich eine Interims-Erstaufnahmeeinrichtung hier in Dölitz. Ursprünglich war ja der Plan, das eben nur vorübergehend zu betreiben, bis in Gohlis alles fertiggestellt ist. Wie sieht das denn jetzt aus? Wir haben im Augenblick einen Mietvertrag, der bis zum Jahr 2020 läuft für diese Einrichtung. Und wir haben die Option, das dann auch noch zu verlängern. Ob wir das dann tun zu diesem Zeitpunkt, wird sehr davon abhängen, wie sich die Asylbewerberzahlen bis dahin entwickeln. Sicher ist auf jeden Fall, dass Montag hier die ersten Flüchtlinge ankommen werden. Inzwischen habe ich mich hier auf dem Gelände der Erstaufnahmeeinrichtung in Dölitz umgesehen. Alle Zimmer sind grundsätzlich mit Tisch, Bett, Stuhl und Spind ausgestattet. Fast alles stammt aus ehemaligen Kasernen. 349 Betten stehen zur Verfügung. Und wenn die Flüchtlinge hier am Montag ankommen, bekommen sie zunächst ein Paket, bestehend aus Kissen, Decken, Laken und Handtuch. Jetzt bin ich bei Tassilo Metternich angekommen. Herr Metternich, Sie sind der Leiter der Erstaufnahmeeinrichtung hier in Leipzig. Am Montag werden die Flüchtlinge ankommen. Wie muss man sich das vorstellen? Also am Montag gehen erstmal alle meine Kollegen in den ganz normalen Regelbetrieb über. Das heißt, wir werden mit Schichten alle Zeiten abdecken. Irgendwann dann am Montag wird in Absprache mit der Regierung der erste Bus ankommen. Wir rechnen in den ersten Tagen gleich mit einer Vollbelegschaft. Dann werden unsere Kollegen von diesem Bus die Leute auf die Zimmer verteilen, denen ihre Bettlagen und Kissen geben. Gleichzeitig, die Menschen werden auf ihre Zimmer gebracht und so werden wir dann nach und nach in den Regelbetrieb übergehen. Die Flüchtlinge werden nach Geschlechtern und Ethnien auf die Zimmer verteilt, wobei Familien natürlich nicht voneinander getrennt werden. Zu festen Zeiten werden sie sich dann aber alle wieder im Essensraum treffen.